Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, auch einer neuen Aufnahmesession von Foundation. Ja, es gab ein paar Updates jetzt und da dachte ich mir, ich schaue es nochmal an. Wir sind in der Alpha 0.3.1.0910. Ja, ein bisschen hat sich getan, hoffe ich, und von daher werden wir mal schauen. Hallo mein Herr, herzlich willkommen. Bitte lies die folgende Seiten sorgfältig durch, da sie dir zeigt, wie du Foundation beherrschen kannst. Du kannst die Hilfe jederzeit über die Schaltfläche Hilfe. Das reicht mir schon. Weiter. So. Müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier Flussbett gewählt. Nicht mehr Hügel, sondern Flussbett. Und ja, wir können jetzt hier verschiedene Bereiche wählen. Was glaube ich schon. Hier haben wir Stein, hier haben wir auch natürlich sowas wie Gold, alles nicht in der Nähe, ne? Hier hätten wir direkt einen daneben, aber sind nicht wirklich am Wasser. WASD, die Kamera zu bewegen. So. Weiter, das haben wir gemacht. Dein erstes Stück Land. Das ist kostenlos, aber später weiterkaufen möchte. Wähle mit Bedacht, okay. Villager, ja, das kennen wir alles. Weiterverwende Baumenü. Um rechts. Markt, ja, kennen wir alles. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal X. Und dann schauen wir mal, wo wir nehmen können. Ich finde das ganz schön, aber. Ja, ich würde sagen, wir nehmen am Anfang etwas mehr Land. So, hier können wir auch so drehen. Ist auch schön. Ich glaube, das nehmen wir, ne? Das ist so schön im Landesinneren. Und gehört jetzt uns. Sehr schön. Ja, wir sollen ein Dorfzentrum bauen. Das machen wir auch direkt. Das bauen wir da, über den. Ein Dorfzentrum. Sieht auch ein bisschen neu aus, die Button hier oben. Ja, stimmt, das war ja nicht mehr. Das ist ja nur so ein kleiner Punkt. So, von daher würde ich sagen, wir nehmen das hier so. Jo. Da sind unsere ersten 10, nee, 8 Leute sogar nur. Wir haben keinen Auftrag. Auftrag abgeschlossen. Bau ein Dorfzentrum. Sehr schön. Er hat eine Aufgabe. Erreicht einen wöchentlichen Gewinn von 500. Okay. Ja. Jetzt haben wir hier auch die ganzen Sachen freigeschaltet. Denkmal ist hier alles. Und das Dekoration ist hier. Sammlerhütte. Da würde ich sagen, wir versorgen uns erstmal mit. Das ist jetzt Bären oder so, ne? Es gab mal. Ja, das wird dann das hier sein, ne? Ich muss mal gucken, womit wir hier das drehen. Auf jeden Fall nicht damit. Und auch nicht damit. Okay. Irgendwie. Nee, auch nicht. Das werden wir noch herausfinden. Aber wir stellen es erstmal hier hin. So, okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall Stein. Und hier auf jeden Fall erstmal einen, der baut, würde ich sagen. Gebäude bauen. So, das kann er schon mal machen. So, dann würde ich sagen, Steinmetzlager. Das sehe ich mal hier ganz gut. Okay. Und ein Sägewerk. Eine Holzfällerlage. Machen wir erstmal hier so hin. Weiß mich, womit wir drehen.
F1. F1 Menü. Hilfe, Hauptmenü. Einstellung. Da bestimmt irgendwo hier die Steuerung stehen, oder? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben schon länger nicht gespielt, ne? Okay, das habe ich jetzt weggeklickt. Also. Okay. So, dann würden wir sagen, nehmen wir noch einen zweiten als Bauarbeiter. Ich würde dann schon mal zum Sammeln nehmen. Okay, Sägewehr, Stein mit Sägewerk oder noch. Was erst später? Stein mit Hütte. Stein mit Hütte. So, ein Lagerhaus. So, es gibt noch niemand, der sammelt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal Sammler hin. Sehr schön. So, was wir dann auch noch machen müssen, ist hier freigeben als Wohngebiet. Da würde ich jetzt sagen, wir nehmen erstmal hier vorne das. Müsste ja zu Beginn erstmal reichen. Okay. Das heißt, die bauen hier vorne dann ihre Hütte, sobald Sachen da sind. Sehr schön. So, dann müssen wir einen Markt bauen, ne? Aber wie drei Holzschneider. Hierbei? Markt. Lebensmittelmarkt schon als erstes, okay. Lagerhaus. Haben wir noch nicht. Einen Brunnen können wir noch bauen. Hier so hin, oder? Okay. So, dann haben wir einen für den Steinmetz, brauchen wir. Einen für Holz. Holzfäller. Sieht denn aus Holz und Stein. Ja. Ja, schon am Arbeiten, so ein Holzfäller noch und hier noch einen Holzfäller und ein Steinmetz. So sind die erstmal am Arbeiten. Okay. So, ich muss ja auch noch sagen, wo die abbauen dürfen, ne? Okay. So. Denn das muss der Fürst auch entscheiden, ne? Wo wird abgebaut? In dem Fall jetzt in den blauen Gebieten erlaube ich es, dass das Volk sich auslassen darf. So. Jetzt habe ich das, den Brunnen dahin gebaut. Hier ist doch der Dorf, das Dorfplatz. Ich noch auch wieder ab, weil nee, das ist schlecht.
Denn na, wir wollen ja da oben das auch später wegmachen und Boden so zack. Verarscht, du musst es da wegnehmen. So. Wie es aussieht, nimmt die auch das Material wieder raus. Das ist schon mal gut. So, wir haben jetzt auch Bären. Die müssen, so wie es aussieht, auch nicht verkauft werden. Also kein Marktplatz hier wird benötigt. Ja, es gefällt mir die Comic-Grafik irgendwie. Also auch dieses eigenständige hier denken und nicht so wie bei Siedler. Das heißt, hier bauen die sich selber das Wohngebiet, sobald hier alles da ist. Sobald das Wasser steht, dürfte es eigentlich losgehen. Hier wird aber die Frau. Na, da haben wir schon die Sandmilch wenigstens. So, wir gewinnen hoffentlich Holz dazu. So langsam wird's. Hier hinten wird auch Essen dazu gewonnen. Sehr schön. Zwei. Naja, macht mal zu zweit. Das sind auch zwei, oder? Ja. Auch zwei, dann müssten hier auch zwei sein, oder? Ja. Sehr schön. So, und dann kommt hier noch Wasser dazu. Was sind das hier? Das müsste Stein sein. Ja, hier. Steine. Sehr schön. Was haben wir denn hier schön? Das alles. Neu. Königreich 2. Gefällt es mir fast besser. Jetzt hat es fertig. Bist du stolz auf deine Arbeit? Ja. Jetzt macht die nämlich nichts mehr. Dann können wir mal schauen. Wir müssten jetzt eigentlich. Wir haben das gemacht, ne? Wohngebiet, Gewinnung und verbotenes Land. Aber warum soll ich verbotenes Land machen? Ich glaube, die werden jetzt alle schön was trinken. Warum sind die so schlecht gelaunt? Allgemeine Zufriedenheit. Können wir mal hier reingucken. Nahrung, okay. Ja, wie kriegen wir die jetzt zur Nahrung? Mauerbauen brauchen wir jetzt nicht. Das sind wir ja mit gescheitert. Lagerhaus, Steinmetz. Aber wo baut die das jetzt hin? Weiß ich nicht, was die hier macht. Ob das jetzt hier ausgebaut wird? Glaube ich nicht. Oder? Das ist ja der Marktkern. Ein
Holzbrücke. Gespeichert hat er. Erstmal wieder hier hoch. Wir brauchen jetzt noch Brunnenstein als Hütte. Machen die hier anders. Stellt. Achso, okay, der stellt dann. So ein Lagerhaus, also so ein Lagerhaus brauchen wir. Dann brauchen wir das. Also wir werden das Sägewerk erstmal errichten. Das stellen wir hier drüben hin, das Sägewerk. Okay. Zack, da geht's los hier. Die Gebäude fertig macht. Wo ist es denn? Fertig Markt, ja. Wir haben ja. Die Pracht deines Dorfes hat eine neue Stufe. Was? Mal gucken, ob wir hier irgendwo Stufen haben, Budget. Handel? Nee. Bewohner. Aufgabenliste. Das schaffen wir eh so schnell nicht. Okay. Können wir ausschalten. Okay. Der Geburtstag des Königs steht bevor und er hat einen Wunschlüssel geschickt. Offensichtlich erwartet er als Geschenk von ihnen 15 Bären. Ne, Bären in 15 Tagen. Wie viele? Ja, komm, Bären können wir schicken. Wie soll man das machen? Also doch die Aufgabe wieder einblenden. So. Aber am meisten. Sag erstmal Stein. Dann machen wir den mal zum. Marktarbeiter. Okay. Also langsam verschwindet auch das Holz hier. Ja, müssen wir mal schauen. Liefer 20. Okay. Ah, wir müssen ein Lager ausbauen. Okay. Ein Lagerhaus. Können wir schon mal bauen jetzt, das Lagerhaus. Weiß trotzdem noch nicht, wie man hier dreht. Ah, Taste, Steuerung-Taste gedrückt halten. So. Sehr schön. Dann setzen wir hier auch einen direkt ein. Von denen als Schreiner. So.
Autospeicherung. Dann haben wir das eingesetzt. So, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch macht es Zuschauen genauso viel Spaß wie mir. Baut ein Herrenhaus. Und dann seid ihr auch übermorgen wieder dabei. Bis dahin, alles Gute, euer Steffen.